Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Und dieses Video wird heute mal ein ganz anderes sein als sonst. Und zwar mache ich ein kleines Unboxing und es wird sich um dieses schöne Schätzchen hier handeln. Das habe ich gerade vom Postboten überliefert bekommen. Es ist das neue iPhone XR und warum ich mich für dieses Modell entschieden habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Dann kann es auch schon gleich losgehen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, so die Perspektive gerade. Ich bin halt eben nicht der typische Unboxer und habe mir jetzt einfach hier mal ein bisschen was gebastelt. Also, wie gesagt, das ist das Modell, das ich mir geholt habe, das neue iPhone XR, mein Vorgängermodell, was ich jetzt lange Jahre benutzt habe und ich denke schon seit 4 Jahren in etwa habe, ist im Vergleich dazu das iPhone 5S. Ich habe mal den Karton mitgenommen, damit man mal sieht im Vergleich. Von der Höhe her ist es ungefähr so ein Unterschied. So von vorne ist halt eben schon wesentlich größer. Und ich habe die ganze Zeit geschwankt ein wenig. Und zwar wollte ich mir schon seit längerem ein neues Handy holen. Dieses hier ist ein bisschen vermackt schon und gerade für Anwendungen wie Instagram. Ist die Kamera doch etwas schlecht und auch der Prozessor, wenn man irgendwelche Filter benutzt oder so, kommt das schon ins Straucheln und das Programm stürzt des Öfteren mal ab. Und ich habe dann ganz lange überlegt und versucht herauszufinden, welches denn das richtige Handy für mich wäre. Und es gab leider zu dem iPhone XR natürlich noch gar nicht viele Testberichte, weil dieses Handy erst vor kurzem rausgekommen ist. Und ich denke, deswegen drehe ich jetzt einfach mal so ein Unboxing, damit ich euch vielleicht ein bisschen dabei helfen kann. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Hier habe ich noch ein paar Sachen beigelegt, die ich mir im Vorfeld schon geholt habe. Das hier ist eine Panzerglasfolie, damit der Display auch schön lange erhalten bleibt. Und das hier ist so eine, ich glaube, man kann sie offen machen. Ja, genau. Das ist so eine Klarsichtfolie vor hinten drauf. Ich wollte mir eigentlich so einen Bumper holen, aber ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Ein Arbeitskollege von mir hat diesen Bumper auch und ist damit zufrieden. Aber ich habe halt doch die Angst, dass wenn es mal schlecht hinfällt, dass der Display springt. Vielleicht könnt ihr mir ja mal von euren Erfahrungen damit erzählen. Und ja, dann fangen wir doch mal an, ne? So, hier haben wir so eine kleine Lasche. Ah ja. Also sehr schön wieder gemacht, die Verpackung, dass die sich halt eben in so 4 Seiten aufklappt. Aber das ist auch ein bisschen Apple-typisch. Ich habe vor kurzem ein MacBook bekommen und habe das auch ausgepackt und da war ich auch sehr begeistert davon. Und ja, dann heben wir mal ab. Tada! Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So, was haben wir hier? Designed by Apple in California. Hier eine kleine rote Anleitung. Es ist das rote Handy, wie wir schon erkannt haben werden. Deswegen haben wir hier diesen Product Red Zettel mit beiliegend und eine kleine Anleitung, typisch. Hier haben wir diesen Stift, um die SIM-Karte rauszuholen. Ich habe im Nachhinein noch gelesen, dass dieses Handy über eine Dual-SIM verfügt. Das wusste ich nicht, war für mich aber auch kein entscheidendes Kaufargument. Es war nämlich eher die Kamera. Es war nämlich eher die Kamera. So. Und dann wollen wir das gute Stück mal rausholen. Diese Lasche will wohl zum Rausholen sein. So. Und jetzt das Allerwichtigste für mich, was ich mich die ganze Zeit schon gefragt habe und selber aber nicht nachgucken wollte. Und zwar, was für einen Ladeanschluss wird das Handy haben? Und es ist tatsächlich ein USB-C, glaube ich. Schauen wir mal hier.
Haben wir den normalen USB-Lader, auch mit Folie. Haben hier die Kopfhörer mit bei. Und nein, es ist noch das Lightning-Kabel. Also wir sehen hier, dabei ist noch das Standard-Lightning-Kabel. Sie sind noch nicht umgeschwenkt auf USB-C. Finde ich etwas schade. Aber okay, es sind immer noch die Kopfhörer, denke ich, mit dem Kabel dran. Dazu lege ich das Handy noch einmal kurz beiseite. Sind tatsächlich noch immer die kabelgebundenen. Schön ist aber in diesem Modell, man braucht nicht mehr den Adapter, wie es bei den Vorgängern oft war. Das ist sehr nice. Und die Verpackung ist aber etwas billiger geworden. Also früher hatten wir immer diese Hartplastik-Cases dafür. Jetzt ist es nur noch aus Pappe. Das ist ein bisschen schade bei dem Preis, aber na gut, es geht ja ums eigentliche Produkt und zwar um das Handy. So. Ja, es ist wirklich ein sehr schönes Rot. Die Kamera hier ist extrem groß. Es kommt vielleicht jetzt gar nicht so rüber, aber hier diese Rundung hätte ich mir viel kleiner vorgestellt. Und im Vergleich hier zu dem alten, meinem alten Handy, ist es natürlich schon ein immenser Unterschied. Allein wie es in der Hand liegt, wenn ich das hier so umfasse. Konnte ich hier immer gut draufdrücken und hier ist es schon ein bisschen enger. Also hier können meine Finger noch umschließen. Das geht hier nicht mehr, wenn es drin liegt. Auch hier an dem Button, der nicht mehr existiert, aber an den potenziellen Button zu kommen, wenn er denn da wäre, ja, ist auch schon schwierig. Aber das ist halt eben gleich ein Vorteil, finde ich, weil ich wollte dieses Handy haben, weil es halt so eine schöne Zwischengröße hatte. Ich habe nämlich überlegt, ob zwischendurch, ob ich mir nicht das iPhone 8 holen soll, also das 8 Plus. Und da ist der Display aber im Vergleich zu den anderen Handys natürlich, also zu den neueren X-Handys, ein bisschen kleiner und das Gehäuse extrem groß. Und das hier will halt eben einen optimalen Kompromiss daraus. Und jetzt kommt der magische Augenblick. Ups, nicht fallen lassen. So, und jetzt müsst ihr mich kurz entschuldigen. Ich will nämlich sofort da eine Panzerglasfolie drauf machen. Und dann können wir das Handy in Betrieb nehmen. Und ich kann nochmal sagen, warum ich mich für dieses Modell entschieden habe. Konfiguriert jetzt. Es kann einige Minuten dauern. In der Zeit kann ich euch ja sagen, warum ich mich für dieses Modell entschieden habe. Und zwar hatte ich zur Auswahl. Oder was heißt zur Auswahl? Es stand zur Auswahl natürlich, ein neues iPhone X zu nehmen. Das XR war noch nicht auf dem Markt. Ich hatte jetzt aber auch keinen Zeitdruck in irgendeiner Form. Ja, oder mein altes zu behalten und dachte mir, oh Mann, so ein Handy ist aber auch echt verdammt teuer. Und dann wollte ich schon einen Vertrag abschließen mit dem neuen iPhone X. Und hätte dann 700 € zuzahlen müssen. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Stange Geld, wenn man sich überlegt, dafür hätte ich mir eine neue Kamera zum Beispiel holen können oder zwei schöne Objektive oder ein richtig gutes Objektiv oder mich interessieren zum Beispiel auch Drohnen, dass ich mir eine Drohne davon hole oder halt eben andere viele schöne Sachen. Und dann kam aber das iPhone XR oder der Preis wurde bekannt gegeben und da lag ich jetzt gerade mal bei der Hälfte bei der Zuzahlung. Und ich habe die beiden dann miteinander verglichen und was bei diesem natürlich im Vergleich zu den neueren fehlt, ist, dass der Display nicht so eine gute Auflösung hat wie die neueren Modelle. Aber dann habe ich durchgesehen und für mich abgewogen, okay, brauche ich wirklich diese hohe Displayauflösung? Und eigentlich brauche ich sie nicht, weil der Umschwung von einem iPhone 5S oder eben auch von einem iPhone 6 oder 7 ist halt eben schon gigantisch zu so einem neuen Gerät. Und jeder, der so ein altes hat, dem würde ich auf jeden Fall empfehlen, dieses hier zu nehmen, weil der Display oder es wird ihm einem nicht auffallen, dass die Schärfe von diesem Gerät vielleicht geringer ist als bei einem neuen iPhone XS oder vielleicht auch bei einem iPhone X. Und dann habe ich weiter durchgesehen und dann habe ich den entscheidenden Punkt gefunden, warum ich mich für dieses Modell wirklich entschieden habe. Und zwar habe ich gesehen, dass nur das iPhone XR tatsächlich in 240 FSP Aufzeichnungen machen kann. Und das ist natürlich für so super Slow-Geschichten richtig cool. Also das neue iPhone XS und XS Max, die können das nicht. Und daher es bei mir halt hauptsächlich ums Vloggen geht, also ich werde dieses Handy vermutlich auch zum Vloggen nehmen oder halt eben auch mal so,
Ja, Aufnahmen für YouTube machen und diese super Zeitlupe sind dabei natürlich, wenn man vielleicht so einen cinematischen Effekt oder sowas erzielen will, echt klasse. Und das war dann wirklich der ausschlaggebende Punkt für mich, dieses Handy zu wählen, weil ich habe dann geguckt, klar, das andere iPhone hat hinten noch ein Teleobjektiv. Ich will nicht, dass es ausgeht, deswegen durch. Hat hinten noch ein Teleobjektiv drauf. Aber ich habe dann für mich halt eben abgewogen, ja, okay, aber du machst eigentlich in der Regel nicht Aufnahmen von irgendwelchen Sachen, die wirklich weit weg sind. Vielleicht würde ich es jetzt machen mit einem super guten, mit einer super guten Kamera, ne? Also man kennt das so, man nimmt, hat ein altes Handy vielleicht und zoomt dann ran und dann sind die Bilder sowieso total unscharf. Aber ja, in der Regel habe ich sowas nicht gemacht und die normale Kamera mit dem Weitwinkel und die Frontkamera sind beide identisch, sowie die ganzen Funktionen. Also diese Porträt, der Porträtmodus ist dabei und man kann die Schärfeneinstellung, die Tiefenschärfeneinstellung im Nachhinein auf Bildern anwenden. Also ist es halt wirklich, dass dieses Handy dem fehlt. Nur die Kamera, es hat 1 GB weniger Arbeitsspeicher, das muss man auch dazu sagen, aber es ist halt eben trotzdem noch ein gigantischer Umschwung von dem alten zu diesem Modell. Und es hat aber eben den Vorteil, dass es die 240 Frame-Aufnahmen machen kann, was das iPhone XS und XS Max nicht können. Deswegen entschied ich mich für dieses Modell. Und der Rest, der wird sich vermutlich erst zeigen bei längerer Nutzung. Also auf den ersten Blick finde ich das Handy auf jeden Fall richtig cool. Ich zeige es hier nochmal so. Sieht's aus. Ich hatte die Wahl oder ich persönlich hatte Schwierigkeiten, mich zwischen dem roten und dem gelben Modell zu entscheiden. Das gelbe fand ich auch ganz interessant. Aber ich wollte die letzten Male schon immer ein rotes haben. Fand ich irgendwie ganz nice so. Und dann hat irgendwie doch noch das mit dem Produkt Red überwogen, weil ich fand es dann gut, wenn man schon so ein teures Produkt kauft, dann irgendwie noch was Gutes damit zu tun, da ein Spendenbeitrag oder davon ein kleiner Spendenbetrag abgeht. Das finde ich nicht schlecht. Ja, hinten die Glasfläche sieht sehr schön aus fürs kabellose Laden. Hier haben wir diese Aluminiumfläche. Der Farbton unterscheidet sich etwas leicht von diesem eloxierten Aluminium, das drumherum ist. Ansonsten haben die hier unten, ich weiß nicht, wie es bei den Vorgängermodellen waren, ist hier vermutlich der Lautsprecherausgang und vermutlich Toneingang auch, das Mikrofon. Und da ist die jetzt so ein, ich guck mal, aber das kriege ich vermutlich nicht so gut rangezoomt, aber wir schauen mal. Haben die hier so ein ganz feines Gitternetz hintergemacht, dass das vermutlich nicht mehr so stark verschmutzt, das ist schön. Das hier unten sind die einzigen zwei Schrauben, die ich gerade sehe. Wir haben hier hinten die Kamera drin. Darunter ist noch ein kleines silbernes, ja, auch ein Gitternetz, würde ich sagen, ist das. Und hier der Blitz. Wirklich sehr schönes Gerät, liegt auch gut in der Hand. Das mit der Face ID klappt super. Mir gefällt auch sehr gut die Aufteilung davon, dass wir hier oben eine kleine Anzeige haben und haben hier jetzt die Uhrzeit drin stehen. Und das, was ich da auch ganz witzig finde, der Home-Bildschirm-Button ist ja weg. Das werden vermutlich viele schon kennen. Und wenn man hier unten kann man die Apps aufziehen. Jetzt wird es nicht klappen. So. Und ich habe jetzt gerade gesehen, hier sind noch alle Apps geöffnet, die ich gerade auf meinem anderen Handy hatte. Also das mit dem Synchronisieren, mit der Synchronisation hat super geklappt. Ja, das war eigentlich auch soweit schon mein kleines Resümee und mein kleines Unboxing von diesem neuen tollen Gerät. Ja, wie gut es dann wirklich ist, wird sich mit der Zeit vermutlich rausstellen. Auf den ersten Blick gefällt mir dieses Handy wirklich sehr gut. Werde nachher auch mal ein paar Kameraaufnahmen damit machen. Auch die Fa er hat jetzt sofort entsperrt. Auch die Face ID hiermit funktioniert super gut. Und vielleicht noch mal dann halt eben als kleines Abschlusswort oder als kleine Empfehlung. Also ich kann jedem, der von einem älteren Modell, so wie ich, umsteigen will und wo ja, Geld eine Rolle spielt, also vermutlich bei den meisten Leuten, die halt das Geld nicht zum Fenster rauswerfen möchten. Nein.
Falsch gesagt. Also, wenn man aufs Budget achten sollte, dann sowieso. Oder vielleicht ist dann eben auch kein Apple-Gerät das Richtige, weil andere Geräte viel mehr bieten. Aber ich habe eben auch den Mac und ein iPad und finde das ganz gut mit der Cloud, dass das alles so vernetzt ist. Auch die Apple-Programme finde ich super, das Pages und Numbers, und arbeite damit sehr gerne. Und ja, es hat die 240 FSPS, wie ich sagte. Das ist ein Vorteil für dieses Gerät. Es hat eine gute Größe. Es ist ein Mittelmaß zwischen dem kleineren und dem ganz großen. Der Bildschirm fällt vielleicht minimal kleiner aus, weil wir jetzt bei diesem Modell, jetzt mache ich es nochmal an, haben wir hier einen etwas dickeren Kragen. Aber ich denke, das wird dem wenigsten auffallen. Ich habe auch überlegt, also ich habe die Bilder sehr recherchiert, aber ich dachte mir, das wird jetzt nicht unbedingt ein Argument gegen das Handy sein. Ja, klar, der Preis spricht für das Handy und es hat eben fast alles drin. Es hat diesen 1 GB weniger Speicher und natürlich nicht das Teleobjektiv in der Kamera. Und ja, vielleicht das Prestige noch, dass es halt eben das Top-Modell ist von den Apple-Geräten, sondern es ist halt irgendwie so dieses kleinere Modell. Aber ich finde halt eben, was dafür noch spricht, eben diese Farben. Wer natürlich nur ein schlichtes Schwarzes nimmt, der ist bei dem anderen vielleicht auch besser bedient oder vielleicht Gold oder Silber haben will. Bei dem XR gibt es das in Weiß, in Schwarz. Das Schwarz ist ein bisschen anders als dieses Space Graphit, heißt es, glaube ich, bei dem X-Modell. Also es ist dann wirklich ein Schwarz, was es hat. Das andere ist mehr so ein, also ein bisschen metallic, so ein bisschen shiny, würde ich sagen. Und dann gibt es das noch in Rot, in Blau und in Gelb. Wie gesagt, ich hatte die, oder ich habe geschwankt zwischen Gelb. Das Gelbe sieht auch sehr schön aus, sehr strahlend, aber habe mich dann für das Rote entschieden, weil ich wollte irgendwie schon immer ein Rotes haben und mir gefiel das sehr gut mit dem Product Red. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dieses kleine Unboxing. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir zeigen, indem ihr mir einen Daumen hoch gebt. Mal sehen, vielleicht kommen demnächst auch noch Unboxings, aber ich glaube eher weniger. Es dreht sich bei mir mehr um Fitness und Ernährung. Aber trotz alledem könnt ihr mir trotzdem gerne ein Abo dalassen. Und ja, schreibt was in die Kommentare dazu. Gebt mir auf jeden Fall nochmal Feedback, wenn ihr schon ein iPhone-Gerät habt und habt vielleicht so einen Bumper da drum, ob der was taugt oder ob ihr damit vielleicht negative Erfahrungen gemacht habt. Würde mich jetzt sehr interessieren, weil diese flexible Hülle da drum, ich kann sie jetzt nochmal kurz vor der Kamera rummachen. Ist zwar so ganz nett, aber ja, ich weiß nicht, so gut wirkt das Handy jetzt nicht mehr. Und da finde ich es halt schöner, so einen roten Bumper sich da drum zu machen. Hinten noch eine Glasfolie drauf und dann ist es eventuell gut geschützt oder eben auch nicht. Das weiß ich nicht. Und ja, mit so einem teuren Gerät das selber für mich testen zu lassen, da hätte ich lieber Lust, aus euren Erfahrungen erstmal zu lernen. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Jolly.